Sky 5 can confirm a large police presence in downtown Los Angeles. We got an RPG! Ich oute mich mal. Als Electronic Arts Battlefield Hardline ankündigte, da war ich richtig angetan. Im Team Banken ausrauben und dabei die Verteidiger niedermähen, ach, das erinnert mich erstens an Payday und zweitens an richtig viel Spaß. Ja, blöderweise ist Battlefield Hardline weder ein Payday noch ein wirklich spaßiges Spiel, zumindest in der Vorschau bzw. Beta-Version. Antesten konnte man Hardline in zwei Spielmodi, Heist und Blood Money. Gespielt wird Battlefield typisch in zwei Teams, Polizei oder Bankräuber. Im Spielmodus Blood Money müsst ihr Bargeld einsammeln und zu euren Geldtransporter bringen. Das Team, welches zuerst eine festgelegte Anzahl an Geld abtransportieren kann, gewinnt. Der Clou an der Sache, ihr könnt die vom Feind bereits eingesammelten Moneten wieder stibitzen, denn irgendwie denkt keine Sau daran, mal den Geldtransporter abzuschließen, warum auch, ist wohl überbewertet. Zwar klingt der Spielmodus ganz nett, wirklich unterhaltsam, aber ist er dann doch nicht. Zwei oder mehr Teammitglieder müssen eigentlich die ganze Runde den eigenen Transporter bekämpfen und der Rest des Teams versucht halt an der Front etwas zu reißen. Nach gut 3-4 Runden Blood Money war für uns bereits die Luft raus. Ob ihr in diesem Spielmodus übrigens im Team der Polizei oder im Team der Bankräuber spielt, ist komplett egal, da beide dasselbe Ziel haben. Deutlich vielversprechender ist der Modus Heist. Im Team der Bankräuber müsst ihr einen Geldtransporter knacken und den Inhalt zu einer bestimmten Abholstelle bringen. Die Polizisten müssen dies natürlich verhindern. Spielerisch fühlt sich das Ganze an wie ein Capture-the-Flag-Modus bzw. ein einseitiger Capture-the-Flag-Modus, denn die Polizei muss eigentlich nur die Flagge bzw. das Raubgut zurückbringen oder besser gesagt drauf stehen bleiben, bis es zurückgesetzt wird. So ein richtig cooles, wir sind gerissene Bankräuber-Gefühl wie in Payday kommt allerdings nicht auf. Naja gut, okay, also die in Payday sind jetzt auch nicht wirklich Intelligenzbolzen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Im Endeffekt spielt sich Heist wie eine modifizierte Version des Battlefield 3 und 4 Spielmodus Rush. Am Transporter angekommen, eine Sprengladung legen, einige Zeit diese verteidigen, damit der Timer runterlaufen kann, dann den Inhalt schnappen und zu einem Zielpunkt bringen. Zugegeben, im Gegensatz zu Blood Money macht dieser Spielmodus zwar mehr Spaß, aber der Burner ist das Ding auch nicht. Da helfen auch die vielen verschiedenen Fahrzeuge auf der Map nix. Wobei, der Polizeiwagen und die Motorräder, die kennt man quasi schon, den Helikopter kennt man quasi auch schon und eigentlich kennt man alle Fahrzeuge irgendwie schon, nur sahen die halt im Battlefield 4 etwas anders aus. Das größte Problem haben wir bereits angesprochen, es kommt niemals das Gefühl auf, man würde hier wirklich in oder gegen ein Team von Bankräubern spielen. Taktisch vorgehen müsst ihr auch nicht unbedingt. Solltet ihr mal ins Gras beißen, so werdet ihr nach wenigen Sekunden wiederbelebt. Es gibt keine coolen alternativen Ziele, die ihr aufbohren, sprengen oder hacken müsst und außer Räuber und Polizisten ist niemand in dieser Stadt. Nein, wirklich, die Polizei hat es wohl geschafft, innerhalb von 10 Minuten einen Teil einer Großstadt komplett zu evakuieren. Aber dann kommen da 20 Bankräuber oder 10 Bankräuber und das kriegt die Polizei nicht hin? Nachdem man hunderttausende Menschen evakuieren konnte? Respekt, meine Herren, Respekt, wohl zu viel Donuts gefressen. Ich hatte gehofft, man geht hier durchaus eher den Weg eines Paydays. Das heißt, am Anfang sind die Räuber noch undercover, suchen sich ihr Ziel aus und schlagen dann zu, während zum Beispiel in der Bank die Massenpanik ausbricht. Im Endeffekt ist Battlefield Hardline ein strunznormales Battlefield 4. Mit relativ öden Spielmodi-Varianten von Rush und Co. Schade ist übrigens, die Map High Tension ist richtig cool. Es gibt viele Gebäude, die begehbar und richtig cool designt sind. Es gibt einige alternative Wege und auch die taktischen Möglichkeiten, Feinde in die Zange zu nehmen, sind vorhanden. Anders gesagt, darf ich diese Map bitte in Battlefield 4 haben? Nein? Darf ich nicht? Ich soll 70 Euro ausgeben?
Wie soll ich sagen? Nö. Klar, es gibt noch ein paar weitere Neuerungen, wie bei den Waffenloadouts, der Ausrüstung und den Gadgets. So gibt es jetzt zum Beispiel Kletterhaken und Ziplines, aber hey, die gab es in Battlefield 2 mit den Add-on Special Forces auch schon. Plus viele weitere coole Gadgets und... Moment mal! Battlefield Hardline ist gar kein Payday-Klon. Es ist vielmehr ein Battlefield 2 Special Forces-Klon. In schlecht! Naja, und auch in teuer. Special Forces war nämlich ein Add-on für knapp 20 Euro. Da gab es viele neue Gadgets, Waffen und Co. und natürlich auch Maps. Und verflucht, Electronic Arts, ihr habt mein Lieblings-Battlefield wieder auferleben lassen. Und dann habt ihr es auch noch verkackt. Na, vielen Dank. Okay, also gut, wir müssen jetzt mal fair bleiben. Bisher konnte man nur zwei Spielmodi zocken und das auf einer Map. Aber wenn da nicht noch richtig coole Sachen kommen, also richtig, richtig coole Sachen, also richtig coole Sachen, dann wird Hardline echt ein Spiel, welches man vergessen kann. Was übrigens gar nicht so schlimm wäre, denn im Herbst erscheinen mehr als genug Blockbuster-Titel. Wer also unbedingt Geld für neue Spiele versenken möchte, ja, der hat Ende des Jahres mehr als genug Auswahl.